Hallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal. Allen treuen Zuschauerinnen und Zuschauern und allen, die neu sind und vielleicht durch das Projekt Start Meditation auf diesem Kanal gelandet sind. Mein Name ist Kati und ich bin Heilpraktikerin und ja, ich habe diesen Kanal, um zu inspirieren und um zu einem natürlichen Leben zu kommen. Ich beschäftige mich ganz viel mit dem Thema Selbstliebe, habe dazu zwei Videokurse gemacht, die Links findest du unten in der Infobox und ich beschäftige mich mit Meditation seit 20 Jahren und deswegen bin ich auch umso dankbarer, dass ich Teil dieses Projektes sein darf, was Tom von Live Rock TV ins Leben gerufen hat, ja, dass ich dabei sein darf, so wie viele andere YouTuber. Ihr findet alle Teilnehmenden in der Infobox und könnt euch da mal durchklicken. Und ja, ich bin ja wirklich richtig dankbar, Teil dieser Bewegung zu sein, weil eine Welt, in der, stell dir mal vor, alle meditieren, ja, das ist einfach, das wird eine ganz andere Welt sein mit viel mehr Frieden, friedlicher und bewusster. Und deswegen, ja, bin ich froh, dabei zu sein und vielleicht ja möglichst viele Menschen zu erreichen und dazu zu bringen, zu meditieren oder es zumindest mal auszuprobieren. Und die anderen, die dabei sind, sind auch alles Menschen, die sich mit Meditation beschäftigen, alles Menschen, die auf dem Weg sind. Deswegen lohnt es sich, bei jedem Einzelnen vorbeizuschauen. Genau, und Tom von LifeRock TV, der hat uns halt alle eingeladen und dabei zu sein. Tom hat gerade ein Buch geschrieben, Meditation für Anfänger, beziehungsweise geschrieben hat das schon vor einer Weile, aber jetzt hat er es in ein Hörbuch verwandelt und dieses Hörbuch kannst du dir kostenlos bei Audible runterladen. Und wenn du dich dafür 30 Tage dieses Probeabo machst, den Link findest du auch unten in der Infobox, dann kannst du dir dieses E-Book, dann kannst du dir dieses Hörbuch herunterladen und auch wenn du nach 30 Tagen sagst, nee, ich möchte nicht bei Audible bleiben, dann kannst du es trotzdem behalten. Und noch ein wichtiger Hinweis, wenn du sich das nicht automatisch verlängern soll, dann sag bitte 2 Tage bevor es abläuft, also am 28. Tag Bescheid, dass du es kündigst. Ja? Nur damit dir da wirklich keine Kosten entstehen, wenn du es nicht willst. Aber vielleicht gefällt dir ja auch viele andere der Hörbücher, der 200.000, die Audible zur Verfügung stellt. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen. Die Links findest du auch in der Infobox. Ja, jetzt zu meinem Content-Part, also zu meinen 5 Tipps, wie du mit dem Meditieren beginnen kannst. Der Tipp Nummer 1, den ich für dich habe, ist, dir einen festen Ort und eine feste Zeit einzurichten, wo du meditierst und wann du meditierst. Zum Beispiel morgens nach dem Aufwachen oder abends vor dem Zu-Bett-Gehen. Ja, und der Ort ist auch gut, wenn das ein fester Ort ist, wenn du dir da einfach eine Decke hinlegst und sichtbar ist und einladend dieser Ort gestaltet ist, sodass du ja wieder hingesogen wirst, um dann ja, jeden Tag zu praktizieren oder jeden zweiten Tag, je nachdem, in welchem Rhythmus du das machen möchtest. Mein Tipp Nummer 2 ist es, einen Kurs zu machen, einen Meditationskurs oder einen Meditationsretreat, weil wenn du da mal so richtig tief für mehrere Tage eingestiegen bist, dann hat sich das in dein System so eingestempelt sozusagen, dass du wirklich merkst, ja, das bringt mir was, das macht was mit mir. Ja. Ich selber merke beim Meditieren immer, wie das mich zentriert, wie es mir hilft, bewusster zu sein. Bewusster heißt, dass ich in jedem Moment merke, was ich mache und aus dem Reagieren rauszukommen und ins Handeln zu kommen. Ja, also ich kann nicht beeinflussen, was mir passiert, aber ich kann bestimmen, wie ich darauf reagiere. Und das Meditieren hilft mir einfach dabei, wirklich aus meiner zentrierten Mitte heraus zu handeln und es schenkt mir inneren Frieden. Genau, und in so einem Kurs kannst du es einfach in einer Gruppe, die sehr unterstützend wirkt, auch erfahren und dann ja merken, so ja,
da Mut kriegen oder motiviert werden, was weiterzumachen. Mein dritter Tipp ist, überhaupt zu meditieren statt nie. Manchmal setzt man sich die Messlatte so hoch, dann sagst du vielleicht, ich möchte jeden Tag eine Stunde meditieren und dann merkst du, oh, ich kriege das gar nicht hin, eine ganze Stunde zu meditieren und dann machst du es gar nicht. Deswegen ist mein Tipp, die Schwelle so gering wie möglich zu halten und das auch vielleicht an den Tagesablauf anzupassen. So, ne? Wenn du merkst, oh, heute habe ich nicht so viel Zeit, dann einfach mal 10 Minuten nicht hinzusetzen oder 2 Minuten die Augen zu schließen, ist immer noch besser, als es gar nicht zu tun. Mein Tipp Nummer 4 ist es, inspirierende Bücher zu lesen oder eben von Tom dieses inspirierende Hörbuch Meditation für Anfänger zu hören. Ich empfehle dir auch die Bücher von Thich Nhat Hanh. Ich verlinke dir mal ein paar unten in der Infobox. Diese Bücher, wenn ich die lese, mich inspirieren die einfach wirklich dran zu bleiben und da regelmäßig zu meditieren, weil er schildert einfach ganz praktisch und einfach diesen Weg damit, ja, wo dich das hinbringen kann. Und ich merke das ja auch seit vielen Jahren, dass ich einfach immer mehr Herrin meiner Lage bin. Und das ist einfach schön zu merken, wie ich innerlich immer stabiler werde, ein stabileres Fundament bekomme, egal welche Stürme da draußen sozusagen toben. Das Innere bleibt trotzdem ruhig. Nicht immer. Auch ich bin noch auf dem Weg und klar gibt es manchmal Emotionen oder Situationen. Ja, vielleicht kennst du den Spruch, wenn du glaubst, du bist erleuchtet, dann verbring ein Wochenende mit deinen Eltern. Also da reagiere ich auch immer noch sehr wackelig, aber ich übe mich voran und ja, bleibe dran. Mein fünfter und letzter Tipp ist es, wenn du merkst, dass du gar keine extra Zeit hast zum Meditieren, einfach die Handlung, die du sowieso machst, als Meditation zu praktizieren. Das heißt, wenn du zum Beispiel abwäschst oder wenn du staubsaugst oder wenn du auf dem Weg zum Auto bist, kannst du beim Gehen meditieren. Das heißt, jeden Schritt bewusst zu machen. Das heißt, den Teller ganz bewusst zu spüren, wie er in deiner Hand liegt, während du ihn abwäschst. Oder beim Staubsaugen. Jedes Mal, wenn du vor und zurück gehst, das ganz bewusst zu spüren. Ja? Also du brauchst nicht unbedingt extra Zeit, sondern du kannst deinen gesamten Alltag verwenden, um bewusste Handlungen zu machen. Und da nimm dir einfach jeden Tag eine Sache vor, die du quasi bewusst machen möchtest. Und da empfehle ich dir dann auch, mehr Zeit einzuplanen, weil wenn du es bewusst machst, dann wirst du merken, dass du automatisch etwas langsamer wirst. Also ich hoffe, die Tipps helfen dir weiter und du kriegst Lust, das Meditieren auszuprobieren oder weiter dran zu bleiben. Schreib mir deine Erfahrungen gerne in die Kommentare oder wenn du auch noch einen Tipp hast, dann schreib es in die Kommentare rein. Und ja, wie gesagt, schau dir die anderen Kanäle auch noch an, die haben auch alle Tipps, wie du mit dem Meditieren anfangen kannst. Und wie gesagt, bei Audible kannst du dir das Buch runterladen und ja, ansonsten bleibt mir noch übrig, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere gerne den Kanal, dann wirst du immer über neue Videos informiert, wenn du auch die Glocke aktivierst. Und ja, hier erscheinen jetzt gleich noch 2 Videos, also wenn du mich noch weiter kennenlernen möchtest oder auch einfach weitere Videos sehen möchtest, dann klick mal auf eins der Videos und ja, schau dich gerne auf meinem Kanal um. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und bis bald!